Hallo liebe Leute, hier ist euer Patrick. Heute schauen wir uns Synternet an, ehemals Syntropy, mit deren Noia-Token. Und zwar geht es im wesentlichen Teil darum, wie man den Noia-Token auf Ethereum wechselt in den neuen Synt-Token und dann diesen Synt-Token auf die neue Blockchain von Synternet basierend auf Cosmos migriert, also bridged und dort staked. Das zeige ich euch alles, weil Staked, also das kennt ihr ja vielleicht, die bei mir im Cardano-Pool oder in den Cardano-Pools staken. Staked hat jetzt auch einen Validator im Synternet, also in der Synternet-Blockchain. Und da wäre ich natürlich sehr, sehr froh, wenn ihr uns da weiter unterstützen würdet, wie es das bei Cardano ja auch schon super macht und uns da ein bisschen helft, dass wir eben entsprechend auch da ein weiteres Standbein aufbauen können für die Community, mit der Community zusammen. Doch bevor wir starten, was ist eigentlich Synternet? Das ist wirklich nur ein ganz kurzer, grober Überblick, was Synternet ist, ehemals Syntropy. Synternet hat sich zur Aufgabe gemacht, auf ihrem schon, was ja eigentlich schon ein paar Jahre jetzt in der Entwicklung ist, ihrem eigenen Protokoll, quasi einen Datenlayer zu kreieren, wo man entsprechend sehr schnell Daten übermitteln kann. Und sie haben sich da ein bisschen umorientiert. Also das ist für mich auch etwas, weshalb ich immer noch hinter diesem Projekt stehe oder hinter dieser Firma Synternet stehe, weil die sich adaptiert haben, weil sie eben gesehen haben, was ist eigentlich so das, was in der Blockchain-Welt im Web 3.0 noch fehlt. Und da haben sie eben gesehen, dass sie mit ihrer Technologie, wo sie eigentlich das Routing damals wirklich beschleunigt haben oder hätten können, wie sie das eben zunutze machen, um diverse Daten von verschiedenen Major Blockchains, also von den größeren, bekannteren Blockchains, zusammen anzubieten, als quasi als Dienst. Und man quasi für Entwickler, für Exchanges, egal was, eigentlich alles, was halt Blockchain-Daten verwenden muss oder verwenden will, wie man das eben bereitstellen kann, und zwar sehr schnell, dezentral und entsprechend sicher. Und genau da kommt dann der Synt-Token zum Einsatz, denn der wird eigentlich als Gas verwendet, also quasi als Treibstoff für diesen Data Layer, wo man dann für alle Leistungen, sage ich mal, und auch Dienste, die man selber zur Verfügung stellt, entsprechend mit diesem Synt-Token bezahlen muss oder diesen eben als Reward erhält, also als Belohnung erhält, weil man eben in diesem Netzwerk teilnimmt und entsprechend Daten zur Verfügung stellt oder validiert, was auch immer. Eben diese, wie das Ganze dann mal funktioniert oder wie das Ganze im Synternet funktioniert, das werde ich euch noch im Detail erklären in einem separaten Video. Aber das ist so ein bisschen mal das, was eigentlich Synternet so macht. Also es stellt im Wesentlichen Echtzeitdaten und auch historische Daten von diversen großen Blockchains zur Verfügung. Und das eben auf eine sehr schnelle Art, auf eine dezentrale Art, sichere Art und eben auch, dass man nicht die Problematiken hat, wie jetzt das wir hatten, zum Beispiel unsere Staked-App, also die nutzen. Wir haben alles selber bei uns gehostet, auch die ganzen Blockchain-Nodes und so weiter, und das ist halt zentral. Und von der Geschwindigkeit ist das nicht so optimal. Und das müssen das viele so machen, und Synternet will da eigentlich einspringen, dass eben für die Zukunft auf Web 3.0 basiert das Ganze dann wirklich dezentral wird und sehr schnell und sicher. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie das so ausschaut wegen der Token-Migration. So, wir sind hier auf dem Synternet, auf der Webseite. Da seht ihr schon, da unten rechts ist Synt-Token-Migration. Da kommt man dann auf das Token-Center. Das zeige ich euch gerade noch. Und hier könnt ihr auch gerne nachlesen, was Synternet jetzt eigentlich macht. Wie gesagt, sie haben sich also von Neujahr zu Syntropy, dann jetzt Synternet. Sie haben das adoptiert. Während der Entwicklung haben sie eben herausgefunden, dass da wirklich entsprechend Bedarf da ist und haben sich entsprechend adaptiert, was ich eben sehr gut finde, dass man da flexibel ist und nicht an etwas festhält und das entwickelt. Und am Schluss ist es vielleicht halt ja, nicht so eine gute Lösung, wie man eigentlich hätte machen können. Gut, aber jetzt geht es mal um den Synt-Token, wie man den migriert. Da gehen wir zum Token Center. So, er hat jetzt bei mir direkt mit diesen zwei Wallets verbunden. Also was ihr braucht entsprechend
ist ein Wallet auf Ethereum und quasi das andere Wallet, das dann in Cosmos ist, weil die Synternet-Blockchain basiert auf Cosmos. Das ist aber quasi eine Entwicklung eben von Synternet, wo sie einfach als Basis die Cosmos-Blockchain, also das Protokoll entsprechend verwendet haben. Und hier sind wir auch schon im Staking-Bereich. Da seht ihr, hat es ein paar Validatoren, sind noch nicht viele, da kommen immer wieder neue hinzu. Ihr seht hier den STI, das Logo, das werde ich irgendwie noch einpflegen. Das hat nicht gerade auf Anhieb funktioniert, da muss ich nochmal dahinter klemmen, aber das kommt auf jeden Fall auch. Aber der Node ist schon hier. Ihr seht, Community-Validator bei TOBG. Genau, das sieht man hier, sieht man auch schon, dass da ein bisschen was gestaked ist. Ist jetzt nicht ein riesen Validator im Moment, aber natürlich mit der Community zusammen wird der auch wachsen, da bin ich überzeugt. Da seht ihr auch, dass ich schon ein bisschen was gestaked habe, da kommt dann noch mehr. Das ist einfach mal der Anfang. Aber wie gesagt, der Validator steht, der ist redundant, Sicherheit und so wird bei uns alles groß geschrieben, dass der auch wirklich immer online ist. Genau. Jetzt habt ihr aber zum Beispiel neuer Token. Dann müsst ihr hier die Migration machen. Was ihr aber zuerst machen müsst, falls ihr eure Neujahrstoken noch gestaked habt, müsst ihr hier auf das Neujahrstaking gehen und dann müsst ihr hier bei, das ist jetzt das Nominator-Staking, genau, müsst ihr das unstaken. Ihr seht ja dann hier, wenn ihr euer Wallet verbindet, das kann man alles mit Ledger und Co. auch machen, oder ihr habt halt einfach MetaMask, ich verwende jetzt hier Rabi. Das Rabi Wallet ist mir viel lieber, funktioniert super und ist auch sehr einfach zu bedienen und vor allem ist eigentlich fast alles automatisiert dort. Das finde ich eigentlich gut. Und das Kepler Wallet hier, das ist auch im Chrome Store verfügbar für alle Browser, die entsprechend auf Chromium basieren, könnt ihr das einfach installieren. Und diese zwei muss man dann eben, haben wir vorhin gesehen, connecten, damit eben der Synth-Token dann, den ihr dann auch noch auf Ethereum habt, entsprechend rüberbringt auf die Synthnet Cosmos Blockchain. Hier haben wir gesagt, neuer zuerst unstaken und dann könnt ihr dann entsprechend hier im Token-Dashboard könnt ihr dann auf Bridge gehen. Sorry, auf Migration. Bridge. Genau, ich habe dann hier den neuer Token auf Ethereum und den migriere ich auf den Synth-Token, auch auf Ethereum. Das ist beides auf Ethereum, ganz wichtig. Und ich sage zum Beispiel, ich habe hier irgendwie 1000 neuer Token und die migriere entsprechend dann 1000 neuer Token auf Synth. Und das passiert, wie gesagt, alles im Ethereum-Netzwerk, kostet natürlich entsprechend Gas. Also schaut da, dass ihr vielleicht, gerade jetzt, wo alles so volatil ist, dass ihr vielleicht da einen Zeitpunkt sucht, wo die Gaspreise auf Ethereum nicht so hoch sind. Denn es ist ja schade, wenn ich sage, ihr habt irgendwie 100 Neujahr, die haben momentan nicht wirklich so viel Wert. Und dann ist der Gaspreis fürs eben Wechseln da, fürs Migrieren auf den Synth-Token höher, als ihr eigentlich habt, dann verliert ihr Geld. Das ist natürlich dann schade. Klar, ihr habt immer noch die Neujahr-Token, also die Synth-Token dann schlussendlich. Und die steigen hoffentlich im Wert, wissen wir alle nicht. Werden wir dann sehen. Und ja, dann gleicht sich das vielleicht mal aus. Im Synthnet, in der Synthnet-Blockchain, im Cosmos-Umfeld sind die Gaspreise relativ niedrig, also verglichen mit Ethereum sowieso. Genau, das ist dann da kein Problem mehr. Und wenn ihr das eben gemacht habt, das ist dann da unten Convert, da müsst ihr natürlich dann auch wieder entsprechend euer Ethereum-Wallet, also Rabi oder MetaMask zum Beispiel, verbinden. Könnt ihr hier einfach auf Convert, dann bestätigt ihr das auf dem Ledger oder direkt in eurem Wallet. Ich hoffe mal, ihr verwendet ein Hardware-Wallet und nicht ein direktes Wallet, wie jetzt hier bei mir, Local 1. Also das ist nicht Ledger, das ist direkt quasi, wenn ihr so wollt, im Browser. Das ist natürlich nicht optimal für Tests, ist das gut, aber nicht, wenn ihr das wirklich, wenn ihr da mehrere Token habt, dann müsst ihr ein Hardware-Wallet verwenden. Müsst ihr nicht, aber ist natürlich ganz klar besser und sicherer. So, dann habt ihr dann Synth-Token, ehemals neuer, auf dem Ethereum-Netzwerk. Und dieses Synth-Token gilt es danach mit der Bridge hier nach Cosmos zu bringen, also nach zum Synthnet-Blockchain zu bringen mit dieser Bridge hier. Also da werdet ihr dann vom Ethereum-Netzwerk rüber bridgen, also wie eine Brücke über einen Fluss
zum Synternet, Mainnet. Das seht ihr auch hier. Die Kontrakte sind hier auch, also die Bridge, Synth, wenn ihr das selber programmieren wollt und so, braucht ihr diese Kontaktadressen. Ich gehe mal davon aus, macht niemand, der dieses Video schaut. Hier unten seht ihr, seid connected mit dem Ethereum Wallet, mit dem Metamask-Symbol. Bei mir ist es jetzt Rabby, also hier nicht erschrecken, auch wenn hier kein Hase läuft, sondern der Fuchs schaut, dann spielt es keine Rolle. Es ist trotzdem mit Rabby jetzt in meinem Fall verbunden. Das Internet müsst ihr schauen, dass ihr da mit dem Kepler Wallet verbunden seid und dann entsprechend diese Adressen kontrollieren, ob das stimmt. Aber das seht ihr dann sowieso, weil sonst habt ihr dann hier ja eigentlich keine Syn-Token, dann wird es dann das falsche Wallet sein. Oder die quasi Migration ist noch nicht abgeschlossen, noch nicht bestätigt. Ich mache da auch nochmal 500. Seht ihr, jetzt könnte ich das bridgen. Kann hier auf Bridge klicken und dann kommt hier auch wieder so ein Fenster auf, ein zusätzliches. Und dort müsst ihr dann die Transaktion bestätigen. Habt ihr das gemacht, habt ihr dann wie ich eure 500 Syn-Token in der Synternet Mainnet Blockchain. Und dann könnt ihr dann dorthin gehen und diese staken. Mit Staking hier, also ihr seht hier wirklich in diesem Dashboard, ihr habt quasi alle drei Möglichkeiten in einem Dashboard. Könnt ihr hier alles schön machen. Gehe ich hier auf Staking. Bevor wir das machen, ganz wichtig, den Syn-Token kann man momentan nur auf Ethereum kaufen. Also den gibt es weder auf Cosmos noch in der Synternet-Blockchain zu kaufen momentan. Das kommt alles noch, aber im Moment, August 2024, ist das noch nicht der Fall. Also wenn ihr irgendwo auf Cosmos oder so Syn-Token seht, seid vorsichtig. Ja, muss nicht sein, aber wird wahrscheinlich ein Fake sein. Also das auf Ethereum noch kaufen und dann rüberbridgen. Was auch noch wichtig ist, für die Migration von Neujahr zum Synth-Token habt ihr ein Jahr Zeit. Also bis August 2025. Dann muss das gemacht sein, sonst geht das nicht mehr. Das ist auf jeden Fall das, was offiziell entsprechend mitgeteilt worden ist. So, ich habe jetzt meine Syn-Token und ich habe sie auf der Cosmos, auf der Synternet Mainnet Blockchain. Gehe ich hier auf Staking und jetzt gehe ich einfach hin und sage, welcher Pool passt mir? Müsst ihr immer ein bisschen auch anschauen hier. Ihr habt Kommissionen, wie viel Kommissionen möchte der Pool? Die meistens haben so um die 5, da gibt es 8, 3, 10. Genau, das ist eigentlich alles ein bisschen, ich sag mal, 10 weiß ich jetzt nicht, ob ich das viel finden soll oder so. Wir haben jetzt mal auf 5 gestellt und dann könnt ihr hier einfach Stake klicken, wählt ihr aus, hier seht ihr den Validatornamen nochmal, könnt ihn hier nochmal wählen, aber das ist eigentlich schon gewählt, weil ihr da drauf gedrückt habt, sagen wir 500 Synth möchte ich gerne staken. Wichtig, es gibt eine Unstake-Periode, also die könnt ihr nicht wie bei Cardano einfach jederzeit verwenden. Da müsst ihr 2 Wochen warten, also wenn ihr die Synth-Token hier aus dem Staking entfernen möchtet, müsst ihr 2 Wochen warten, bis ihr sie wirklich dann verwenden könnt. Die sind geblockt für 2 Wochen. Gut, eben sagen wir hier 500, sagen wir hier auf Stake und dann kommt dann, das ist jetzt noch nie so, wahrscheinlich weil ich im Fullscreen bin da mit auf meinem Mac. Dann müsst ihr hier dann, könnt ihr in Memo, könnt ihr irgendwas reinschreiben für euch, wenn ihr das möchtet und dann könnte ich hier unten sagen Approve. Jetzt sagt er mir, du hast den Ledger gar nicht entsperrt, ich habe ihn nicht mal angeschlossen, also deshalb ist klar, dass es nicht geht. Der Ledger muss natürlich entsperrt sein und wichtig, auf dem Ledger muss die Cosmos App installiert sein, sonst geht das eh nicht. So, ich habe jetzt das Ganze abgebrochen, das passt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch schon Rewards, ihr habt es oben vielleicht schon gesehen, im Moment, ganz wichtig, im Moment, das ist 7. August 2024, gibt es 27% Jahresrewards, also Belohnung quasi, 27%, wenn ihr staked. Also wenn ihr 1000 Synth staked, habt ihr pro Jahr 270 Synth bekommt ihr da. Das ist aber jetzt, das ändert sich, je mehr staken und so weiter, desto niedriger wird dieser quasi diese Jahresbelohnung, wenn man so will. Das bleibt nicht stabil. Weil im Moment, wo sehe ich das? Irgendwo habe ich das gesehen. Ah, ich glaube vorne. Sieht man dann, wie viel von den Synth schon gestaked sind. Bei der Migration habe ich gesehen, sind um die 60% Neujahr sind schon migriert auf Synth. Ob die jetzt alle schon hier sind, weiß ich so auch gerade nicht. Habe ich nicht nachgeschaut.
Aber da kommen natürlich noch mehr rein, die werden dann gestaked und dann geht dieser Wert hier entsprechend runter. Genau. Wichtig noch was zu den Validatoren. Ihr seht hier eigentlich nur, dass er 5% nimmt. Was jetzt aber bei Cosmos ein Validator auch noch machen kann, er kann diese 5% hier kann er entsprechend anpassen. Jetzt ist es wichtig, dass ihr schaut, dass ihr nicht irgendeinen Validator verwendet, der im Hintergrund zum Beispiel so eingestellt hat, dass er pro Tag 100% nehmen kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier eingestellt, dass wenn wir was ändern müssen, sei jetzt das, dass wir mehr Prozent brauchen für den Betrieb des Validators, weil der Preis von Synth so in den Keller geht, dass wir es einfach uns nicht mehr leisten könnten sonst. Oder, was natürlich für uns in Zukunft der bessere Fall ist, dass wir das hier niedriger setzen, dass wir eben von 5 auf 4 auf 3 und so weiter gehen. Da kann der Validator einstellen, wie viel Prozent er pro Tag ändern kann. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt 1% pro Tag können wir ändern. Um jetzt hier auf 1% zu gehen, brauchen wir 4 Tage. Dann müssen wir jeden Tag um 1% den Wert niedriger setzen. Jetzt gibt es aber Validatoren, also einer hat es gegeben, ich weiß gerade nicht, welcher das ist, der hat 100% hingetan. Was er jetzt natürlich machen könnte, er bekommt ganz viele Stakes hier, sagen wir x Millionen, wie der, sagen wir so 60 Millionen Synth, die gestaked wird, gibt ihm natürlich dem Validator selber auch mehr, je mehr hier gestaked werden bei einem Validator, desto mehr bekommt ja auch der Validator, weil der bekommt ja diese 5% auch noch. Und wenn er das natürlich in einem Tag auf 100% heraufsetzen kann, ja, und man vielleicht als quasi jemand, der staked, nicht jeden Tag reinschaut, wird es hier die Daten ausschauen, ob es immer noch 5% hat oder nicht, dann bekommt der 100% der Rewards, also der Belohnung, und ihr bekommt als quasi Staker nichts mehr. Deshalb müsst ihr ein bisschen schauen, was der da wirklich im Hintergrund eingestellt hat. Und wir haben auch eingestellt, dass wir Maximum auf 20% erhöhen können. Also das ist das Maximum. Werden wir sicher nie tun. Wir werden hier auch, das kann ich euch jetzt schon versprechen, auch nicht auf, auch nicht höher gehen, egal was hier passiert. Entweder wir können quasi den Validator betreiben und halt, sag mal, die ganze Kryptowelt und hier jetzt im Besonderen Synthonet macht einen guten Job und der Token bekommt mehr Wert, dann werden wir eher nach unten gehen und nicht nach oben. Beim Cardano ST3 habt ihr es vielleicht schon gesehen, also wer da 3 drin ist, da haben wir ja quasi auch den Wert, der mal auf 340 ADA pro Epoche war, haben wir halbiert auf 170, weil es ein kleiner Pool ist, weil es eben schon was ausmacht für die Staker dort und weil wir einfach auch wollten, dass dieser Pool nicht, ich sag mal, stirbt, weil ihn niemand mehr verwendet und da sind wir eben auch runter. Also das Ziel ist sicher, hier runter zu gehen und nicht rauf. Genau, das ist wichtig. Diese Daten kann man eben auch einsehen dann in der Blockchain, wie das dann ist. Das wäre es eigentlich gewesen zum Staken. Also eben wichtig ist, dass ihr, wenn ihr Ledger verwendet oder ein anderes Hardware-Wallet, das kompatibel ist, dass ihr da die Cosmos-App noch installiert, denn ihr braucht die Ethereum-App und die Cosmos-App auf dem Ledger, damit das funktioniert. Ich weiß jetzt gerade nicht, wenn ihr noch einen Ledger Nano S habt, also den ganz alten, nicht den Plus und nicht den X, dann kann es vielleicht sein, dass der nicht genügend Platz hat für Cosmos und Ethereum gleichzeitig. Das ist dann ein bisschen mühsam, weil dann müsst ihr entsprechend, ja, dann müsst ihr entsprechend dann entweder eure neuer Token auf ein quasi lokales Wallet zwischentransferieren. Also hier beim Rabbi, wie bei mir zum Beispiel lokale Adresse und dann quasi migrieren und bridgen, also von Neuer zu Synth und dann von Synth Ethereum zu Synth Synthnet Mainnet bridgen und dann wieder zurück auf den Ledger oder eben ihr kauft halt dann einen Ledger Plus oder irgendwas anderes, was euch besser dünkt und wo ihr dann auch sicher seid, dass es kompatibel ist hier mit Cosmos, eben auch mit Synthnet Mainnet, also wenn ihr da interessiert seid. Genau, das wäre es eigentlich gewesen hier zu der ganzen Geschichte rund um Synthnet, ums Migrieren des neuen Token von Synth nach Synth und dann das Bridgen, also die Brücke von Ethereum zu
Synternet Mainnet. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer, in der Community wird euch geholfen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung unten. Dann wünsche ich euch was. Wir lesen uns. Bis dann und bye bye.